Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagerfieber.de Schlagerschau. Heute geht es um Melissa Naschenweng. Wir haben Melissa Naschenweng vor einigen Wochen im Podcast-Interview gehabt. Wir verlinken euch das Ganze natürlich auch unten. Und eine sehr interessante Frage an Melissa Naschenweng war, welches ihre drei Lieblingslieder von Lederhosenrock sind. Wenn ihr wissen wollt, was Melissa Naschenweng geantwortet hat, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ja, vor einigen Wochen kam endlich Melissa Naschenwengs neues Album Lederhosenrock raus und im Vorfeld hat man relativ viel über das Album gesprochen, zum Beispiel über den Titel Diffigiano, in dem sie sich sogar doppelt spielt. Das Musikvideo ist wirklich super witzig, super interessant. Wir haben Melissa Naschenweng im Podcast-Interview bei Make Schlager Great Again gefragt, welche drei Lieder von Lederhosenrock ihre absoluten Favorites sind. Also auf welche Lieder sie ganz besonders stolz sind, welche drei Lieder auch so ein bisschen den ganzen Stil des Albums ausmachen. Oder konkret die Frage, wenn das Album keine LP, sondern eine EP wäre, welche drei Lieder sie dann draufpacken würde. Die Antwort verraten wir euch jetzt. Und wenn ihr das ganze Interview hören wollt, dann folgt einfach dem Link unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß jetzt mit dem kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Jetzt stell dir mal vor, das Album, du müsstest das Album jetzt wirklich auf EP-Länge reduzieren. Du müsstest jetzt zwei, drei, es könnte meine nur vier Lieder sein, die du nehmen würdest, die du aber sagst, wenn ich diese vier Lieder habe, dann habe ich trotzdem noch so den Style des Albums irgendwie getroffen. Ich weiß, das ist eine schwere Aufgabe. Ein Künstler findet immer alle Lieder, die auf dem Album sind, wahrscheinlich gut. Aber welche vier Lieder würdest du nehmen? Das ist richtig schwer. Also ich würde den Traktorführerschein nehmen. Dann würde ich I Love the Mountains nehmen. Das ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingsnummern. Dann würde ich, das ist schwer, vielleicht nur Lederhosenrock dazu nehmen, weil er mich einfach beschreibt.